Wann werden die Renten im Monat Mai 2023 ausgezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir hatten ja schon im Monat April 2023 ein Video zu dem Thema gedreht, wann die Renten im April 2023 ausgezahlt werden. Dort war ja die Besonderheit, dass das Monatsende April auf den 30. ein Sonntag gefallen ist. Und da war die spannende Frage, ist der Bankarbeitstag der 28. April oder gegebenenfalls der 2. Mai, der Dienstag, weil ja am 1. Mai, das ist ja ein toller Brückentag für die meisten, Tag der Arbeit ist, wir also sozusagen verlängertes Wochenende haben und genau an diesem 1. Mai ja auch kein Bankarbeitstag ist. Aber wir sind dort ganz fix zum Ergebnis gekommen, dass die Renten am 28. April ausgezahlt werden. Ja, wie sieht das jetzt im Mai aus? Da gucken wir mal auf den Kalender. Und zwar sagt uns der Kalender, ich mache das mal ein bisschen kleiner, dass der 31. Mai ein Mittwoch ist. Und Mittwoch, meine Damen und Herren, ist ein ganz, ganz normaler Bankarbeitstag. Also da müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen, dass es hier irgendwelche Probleme geben kann mit der Auszahlung der Rente. Und zwar gilt dieser Bankarbeitstag grundsätzlich für Menschen, die nachschüssig ihre Rente bekommen. Da gucken wir mal in die Norm rein, wo es drin steht. Ja, also ich finde es ganz gut, wenn Sie das auch mal ein bisschen lesen oder dann sehen können, dann lernen Sie das vielleicht auch ein bisschen und können das nachvollziehen, dass das also nicht nur aus dem luftleeren Raum herauskommt, sondern dass diese Dinge auch gesetzlich geregelt sind. Und in § 118 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Nr. 6, ja, hier steht SGB 6, sechstes Buch, § 118 Absatz 1 steht, laufende Geldleistungen mit Ausnahme des Übergangsgeldes werden am Ende des Monats fällig, zu dessen Beginn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Sie werden am letzten Bankarbeitstag dieses Monats ausgezahlt. Das heißt also, hier steht es drin. Wenn also die Rentenleistung am 1. April fällig ist, dann wird wenn die Rente das erste Mal zum Beispiel am 1. April da gezahlt werden müsste, die beginnt, dann wird die Rente am Ende des Monats April gezahlt. So steht es hier im Gesetz. Sie werden am letzten Bankarbeitstag dieses Monats ausgezahlt. Der letzte Bankarbeitstag dieses Monats ist, wir schauen uns das dann auch noch mal kurz im Kalender noch mal an. Ja, ich habe das ja hier so schön für Sie vorbereitet. Das wäre dann hier der 31. Mai. Der 31. Mai ist ein Mittwoch. Das ist kein gesetzlicher Feiertag. Wir haben hier am 29. Mai den Pfingstmontag und hier den Pfingstsonntag. Das heißt also, wir haben gar keine Probleme, dass für die Leute, deren Renten hier im Bereich des § 118 beginnen dann oder fällig werden, dass die Renten dann am letzten Bankarbeitstag, also am 31. Mai, ausgezahlt werden. Und für diejenigen, deren Renten vor dem 1. April 2004 begonnen haben, die werden auch am 31. Mai 2023 ihre Renten ausgezahlt bekommen, aber für den Monat Juni. Ja, das ist nämlich diese Regelung der Vorschüssigkeit. Und diese vorschüssige Regelung, die es besagt, dass diese Renten auch am 31. Mai gezahlt werden, aber dann halt eben schon für den Monat Juni. Also Sie sehen, meine Damen und Herren, die Regelungen sind relativ eindeutig. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Im Normalfall, so habe ich es in unserem Büro erlebt, bei Rentenbescheid 24 laufen die Rentenzahlungen. Ich habe also von unseren Kunden noch nie jemanden gehört, der seine Renten nicht pünktlich ausgezahlt bekommen hat. Also hoffen wir das Beste, dass Sie auch im Mai pünktlich Ihre Rente ausgezahlt bekommen. Merken Sie sich, letzter Bankarbeitstag, 31. Mai 2023. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.